Herzlich willkommen, liebe Kunstfreunde, heute zur Vorstellung von zwei Werken eines ganz besonderen Künstlers, eines Künstlers, der sein Arbeits- und Wohnumfeld hier direkt in Dresden hat, in der Nähe von der Galerie. Die Rede ist von Dirk Hille. Dirk Hille ist einer unserer vielfältigsten Künstler. Ein Künstler, der sowohl mit dem Pinsel in der Öl- und Acrylmalerei virtuos seine Vision auf die Leinwand band, oder eben auf die Materialien, die ihm gerade zur Verfügung stehen, die er ausgewählt hat. Das ist ja auch nochmal eine sehr spannende Geschichte. Als auch digital am Tablet. Und das ist eine seiner großen Leidenschaften der letzten Jahre, die Versöhnung der analogen mit der digitalen Welt. In seinem Atelier, wenn man ihn bei der Arbeit zuschaut und ihn erzählen hört zu seiner Arbeit, merkt man, wie ernst es ihnen darum ist, diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Selbst sogenannte Digital Natives können sich bei ihm durchaus eine Scheibe abschneiden. Beispielhaft für seine Arbeiten, die so entstehen, habe ich heute für Sie auf der Staffelei stehen, die Seltene und Uferstreifen. Es sind Motive, die man in der einen oder anderen Form von ihm schon kennt. Das Original hatten wir schon bei uns. Wir hatten auch andere digitale Varianten dieser Werke. Und für ihn ist dabei einfach das Spannende, dass er sich bei einem Motiv nicht endgültig festlegen muss. Er kann es immer wieder hervorholen, er kann immer wieder neu daran arbeiten, die Farben verändern, die Linienführung verändern, es komplett auf den Kopf stellen, neu durchmischen und etwas ganz Neues kreieren. Das alles sind unheimlich faszinierende Vorgänge, die er einem am besten in einem persönlichen Gespräch beschreibt, aber gerne können Sie die Werke von ihm auch hier persönlich bei uns in der Galerie betrachten und aus zweiter Hand sozusagen erfahren, was er sich dabei gedacht hat, wie er gearbeitet hat. Wir freuen uns auf Sie. Vereinbaren Sie einfach einen Besichtigungstermin via Chat, telefonisch oder per E-Mail. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und denken Sie immer daran, wir machen Kunst.